Ich glaube, ich bin sowieso der älteste Battle Rapper, ne? Wenn, du bist ja kein Battle Rapper. Was? Mach mal Beat an, ich mach dich kalt. Aber du freest, dass du nur ein Cypher ist. Ist egal, ich bin Battle Rapper. Ein Freestyle Battle Rapper keine Battle Rapper. Unterschied ist aber, du identifizierst dich nicht mit einem Angreifer. Die meisten nicht, die heutzutage Battle Rap zugucken. Verstehst du? They don't respect the shooter. Yeah. Weißt du so, dass du einfach sagst, halt, wenn ich komme und ich gehe aus der Angreifersicht. You bust out of fear, we bust out of aggression. Aber das war die ganz, Leute beide haben gleich angegriffen. Nur mit, wenn Jarambo den schwulen Part verchoked hätte, wäre es eine ganz andere Nummer gewesen. Genau, dann hätte natürlich er sie zurückgeholt in der dritten Runde. Das meine ich ja. Sympathie, weißt du, natürlich. Also, aber das ist ja Battle Rap. Nein. Deswegen ist es ja eine Kurve. Nein. Guck mal, ich habe Emotionen dabei. Warte, guck mal. Ich habe ein Battle gehabt gegen Amar. Also ich finde, Mikesh war auf dem Level genauso aggressiv wie Jarambo. Nein. Aber hör zu, wie der seine Sachen fortigt, was er dem ins Gesicht sagt, ist genauso aggressiv. Mhm. Nur, dass Mikesh gar nicht so ein Aggressionslevel hat. Es gibt neue Stilmittel. Und ich will nicht sagen, ich habe die Traps erfunden. Nee, hast du safe nicht. Wer hat die Traps erfunden? Ich. Was hast du gemacht? Sag deine Line. Sag deine Line. Ey, Walmo ist mein Lieber, ne? Der Walmo ist übrigens der Wallig. Der bei euch, das ist zum Beispiel einer, was der bei euch mitgemacht hat. Energie, Aggressivität, der hat Feuer. Ne? Safe. Das ist Battle Rap Fire. Safe. Also Wallig, ne? Walmo, ich hab das gesehen und ich war auch ein bisschen stolz auf jeden Fall, dass du dich getraut hast in erster Linie und dass du, du warst ja vorher im Witzemann in derselben Location auch bei mir bei der Comedy Show. Und kamst da zu mir, erinnerst du dich noch an mich und so? Ich meinte auch so zu dir, ey, wenn du mal teilnehmen willst, machst du auf jeden Fall, sei vorbereitet. Ich habe die Battles auf jeden Fall alle gesehen. Du hast eine gute Figur gegeben. Mach das bitte genauso weiter. Ja, Mann, ey, ich habe das schon gespürt. Noch bevor er gebattelt hat, er hat einen Part in der Cypher gekickt. Da hat er, Mann, den ey, hab ich nicht gesehen. Ich spüre sofort, Mann, ey, ich mach das, ich glaube, ich bin sowieso der älteste Battle-Rapper, ne? Wenn, du bist ja kein Battle-Rapper. Was? Mach mal Beat an, ich mach dich kalt. Aber du freest, dass du nur ein Cypher ist. Ist egal, ich bin Battle-Rapper. Ein Freestyle-Battle-Rapper, keine Battle-Rapper. Aber bist du noch ein aktiver Battle-Rapper, würdest du sagen? Ich wurde sofort, wenn er letztens... Aber würdest du noch sagen, du bist ein aktiver Battle-Rapper? Ich zieh nicht den Schwanz ein, wenn mich würdest einer frontet. Würdest du noch sagen, du bist ein aktiver Battle-Rapper? Ja, jetzt, sofort. Aber, wer soll fronten? Ich wurde gefrontet als letztes von Diamond. Da hab ich gebattelt. In Leipzig. Auf der Bühne. Okay. Offizielle Battles. Nicht so im Hinterhof vor und nicht Kamera. Aber ist so Cypher. Ja, ich mache nicht in einem Turnier mit. Ich will oder mich du machst auch keine gesettelten A Cappellas mehr seit 2015. A Cappella nicht? Nee, ja. Keine Written Battles. Okay. Ja, das ist ja klar. Ja. Genau. Aber okay. Ich bin ein Battle Rapper. Aber wann warst du nochmal in der Battle Mania dabei? Was? Einmal hast du dich überreden lassen in Berlin, in Binu. Genau, gegen LBB. Hm? Da habe ich auch, wieder auch. Das ist auch kurz, war das vor 2019? Corona. 2019? Kurz vor Corona, ja. Ne? Kurz vor Corona. 2019. Da habe ich auch wieder offiziell gebattelt. Ja, so Juni 2019, ne? Das meine ich ja. Ich habe auch, weißt du, so, das ist kein Dings, Mann. Was? 3 Monate habe ich dich überredet. Ja, ich wollte sogar am selben Tag nicht. Also ich meine aber, ich nehme aktiv an Battles teil. Auch bei 4-7 im Format habe ich gebattelt. Bei seinen Vlogs. Weißt du, was ich meine? Warst du dabei? Da habe ich auch gebattelt, weißt du so. Also ich... Hä? Nein, bei seinen 4-7, bei den Vlogs von ihm. Ich meine, ich mache offizielle Battles. Ich setze mich nicht hin und schreibe jetzt hier mit meinen... Mitte 40 immer noch für irgendjemanden, weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich werde es noch machen. Hä? Ich befürchte, ich werde es noch machen. Ja? Mit 40? Ja, ich glaube, ja. Sehr krass. Ich werde nächstes Jahr 40. Sehr krass, Alter. Ja. Das wäre also krass. Mein Vorhaben ist auf jeden Fall, Basic zu toppen. Hm? Ja, also ne? Der älteste Battle-Rapper Native. Der älteste gute Battle-Rapper aller Zeiten. Oh, Shaggy Schwen gegen Tierstar, sagt einer. Der, auf den, das sind, also diese ganzen alten Legenden. Der sieht älter aus, der ist nicht älter. Der sieht nur älter aus. Ja, genau, der George Foreman des Battle Rap, genau. Duff ist 82er, okay, das gerne. Duff ist, Duff ist 12 oder 82. Man weiß es nicht. Benjamin Button. Hast du von Polak nochmal was gehört? Irgendwas? Nein, nichts Offizielles. Okay. Cindy, kommt dieses Jahr noch ein Stream von dir? Ich befürchte, nein, nee. Hm. Obwohl das heute schon wieder ein bisschen Bock gemacht hat.
Wie, du streamst gar nicht mehr? Nee, seit einem Jahr schon nicht mehr. Hast du nicht gerade, bin ich gerade über die Reaction von Mikesh Battle gesehen? Ja, das YouTube-Format. Sinning macht Auge. Ach, das hast du gar nicht im Stream gemacht, sondern nur auf Dings, okay. Ja, ja. Nee. Was hat er denn damit gemeint? Das kommt nicht so gut an, wa? Die mögen das nicht, wenn du deine Battles relativierst oder sowas, wa? Genau, weil ihm wahrscheinlich zu viele Entschuldigungen, zu viele Erklärungen, zu viel Opportunismus, weil ist ja war vor auf der Bühne. Ich habe einfach die ganze Zeit erklärt, das hat nicht gezündet, des und deswegen, das war ein Fehler von mir, die Crowd war so und so. Das ist schlau, soll ich auch mal meine Niederlagen alle so ein bisschen... Ich könnte tausend Gründe... Mal, du weißt doch zum Beispiel, mein erstes Battle, das magst du ja nicht so, oder besser doch, gesagt... Doch, das Legendenstatus, ist, aber... Aber ich kann erklären, warum ich denke, dass ich besser war. So. Ja? Ja, klar. Okay, das könnte ich beim Mikesh-Battle nicht. Ach, du hast gar nicht erklärt, dass du besser warst? Nein, natürlich nicht. Ach so, ich dachte, deswegen haten die Leute. Nee, nein. Ach, was also ist ich denn dann? Weil ich wahrscheinlich bei ganz vielen Lines gesagt habe, ich habe in der ersten Runde zum Beispiel den Mikesh ja sagen können, was er wollte, hat er auch gemacht und die Leute waren so, und ich habe versucht, meine Angles zu erklären, habe versucht zu erklären, warum er es nicht gezündet hat, aber ich habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, ich hätte das Battle gewinnen sollen, ich war besser, ich hab gesagt, es war eine falsche Taktik, das würde ich anders schreiben, das habe ich mir besser vorgestellt, so, aber es geht auch nicht darum, das ist auch nicht die Wirklichkeit. Ja. YouTube-Kommentare sind ja nicht die Leute, die du auf der Straße triffst, du weißt ja selber. Ja. So, auf der Straße bekommst du 99,9% Liebe. Mhm. Ne? Und YouTube-Kommentare sind wie viel Prozent? Viel Hate, ja. So, Anonymität, ne? Distanz. Aber so steht ja keiner vor dir, der sagt so, ohne Spaß, das und das, wack, so und so, aus den und den Gründen. Das gibt's ja nicht, deswegen. Aber ist klar, Alter, wenn du immer das Maul aufreißt, ist ja das, man erntet, was man sieht. Ne? Aber dann hast du das doch, dann hast du es, so wie es jetzt klingt, hast du es realistisch wiedergegeben. Guckst sie an und sag du mir deine Meinung. Ja, ich habe das Battle gesehen. Das Auge drauf. Ach so, okay. Darum geht's ja. Okay, also du hast es, weil ich habe das so mitbekommen, haben auch ein paar Leute gesagt, dass es so aussah, als ob du rechtfertigst oder dass nur? Du... Nur? Ja, klar. Was? Okay, doch schon. Aber ich habe mich gerechtfertigt, warum ich hätte besser sein sollen. Ach so, okay. Ich habe gesagt, der hat zu Recht gewonnen. Ja, okay. So, ich hab nur gerechtfertigt, warum die Lines gezündet haben, warum ich mich da für ein falsches Thema entschieden hat, dass die Leute bei dem noch mehr Hype waren, dass ich eine Hülle des Löwen war, was ja Fakten sind. Ja, wollte ich gerade sagen. So, aber okay. Ich habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, da hätte ich eigentlich gewinnen müssen. Ach so, niemals. Dann verstehen. Weil dann, also wenn du das gesagt hast, würde ich verstehen, wenn die Leute... Nein, manchmal von der Bühne habe auch gesagt, die haben so gesagt, mach nochmal Lärm für Mikesh, mach nochmal Lärm für Cynic. Und ich meine so, und meine Freunde kamen auch so, war doch nicht so schlimm, ist so, näher, komm. So. Okay. Also, da muss ich mir echt mal wirklich angucken. Ja. Also wir haben ja kurz darauf danach geredet, weiß ich noch. Und ich habe ja viele Sachen, die ich gut fand, haben nicht gezündet. Ja, dann, und was habe ich dir gesagt? Habe ich gesagt, jetzt ich verstehe nicht, ich war doch besser? Ja. Nein. Nee, ich habe aber auch, wir haben ja darüber geredet, warum du welche Engels gewählt hast. Ja. Ne? Und warum dies, ich, das. Und Scheiße gegriffen bei vielen, ja. Ja, das, aber es kann man im Nachhinein ist man immer schlauer halt. Ne? Es geht ja darum, wie es wahrscheinlich weiß niemand, was eine JVA ist. Das hast du mir auch gesagt, ne? Weißt du noch? Ja, ich mochte die Line. Ja, ich fand die auch super. Ja, die Line war gut. Aber ja. Aber die hat nicht gezündet, ne? Das war null halt, ne? Gezündet. Ja. Voll viel hat nicht gezündet. So. Aber ich fand das Auftreten auch ein bisschen strange. Von mir? Ja. Warum? Weißt du, du spielst oft diesen Engel, die anderen sind dumm, ich bin klug halt, weißt Ging du so? Ging bei dem noch nicht. Ja, aber dann hättest du ein Level, ein Battle auf einem intellektuellen Level gemacht, weil du sahst aus wie ein Proll. Mit der Kette, mit dem Pullover und so. Aber kann ich dir vorher sagen, weil ich mache ja nichts unbedacht, ich bin nicht auf seinem Level. Ich habe mich danach mit ihm getroffen, der redet, du musst die Hälfte davon nachschlagen. Ach so. Der hat einen Wortschatz, wo ich sage, das ist prätentiös, was sie hier machst. Oh, so, also wirklich, das ist so, der redet normal. Du hast aber auch irgendwas von ihm zitiert. Zu mir kommen schon viele Leute und sagen so, ja, wie redest du, Alter, was sind das, wo hast du diese ganzen Worte her? Ja. Das ist ein anderes Level. Okay, okay. So, darauf brauchst du ihm gar nicht kommen. Aber magst du das oder findest du es zu hochgestochen? Ich finde das privat, sorry, was du das hier siehst, fand ich es zu hochgestochen. So. Ja. Ja. Aber das scheint wirklich sein normaler Umgangston zu sein. Und das ist halt sein Vokabular. Und genauso wie mich Leute von der Straße, wie sich denken so, Alter, der redet wie ein Klugscheißer. So, und genauso denke ich mir so, das ist auch eine Nummer zu hoch für mich. Okay. So. Also ist es eigentlich... Nicht, dass ich nicht verstanden hätte, aber ich denke mir so, warum wählst du solche Begriffe? Es wirkt so ein bisschen forciert, was ich im Battle ja auch ansprechen... Ich weiß nicht, ob ich den Part vergessen habe, aber ansprechen wollte dieses, du bist voll jung, aber willst schon auch voll reif machen und mit so ganz krassen Worten um dich werfen. Das habe ich versucht zu erklären. Das ist auch so. Am Endeffekt ist es eine gute Mitte, die man versucht zu treffen. Vielleicht willst du nicht so die absolute Gossensprache dich so artikulieren, aber... Nee, habe ich auch nicht gemacht. Mikesh ist zu hoch gestochen, dann vielleicht irgendwie das dann... Du bist für dich in deiner Mitte eigentlich gut. Ne? So ich bin für mich vollkommen fein. Ich kann mit Leuten aus jeder Schicht gut kommunizieren, dass sie sich denken, okay, der hat was im Kopf. Mhm. Aber das ist halt so,
eine Nummer drüber. Und ich glaube, in Kreisen, wo jeder so ist wie der, ist das Bombe. Aber bei meinen Freunden wäre so, wenn der bei uns in der Runde wäre, der wird auf Klo gehen, alle würden sagen, mit dem los. Warum redet der so? Aber würdest du dann sagen, du kommst auch aus einem intellektuellen Freundeskreis? Oder? Nee, ich komme aus einem cleveren, lustigen Mittelschicht-Freundeskreis. Also normal? Ich würd sagen, ja, schon ein bisschen cleverer als normal. Und auch... Seid ihr überdurchschnittlich clever? Es gibt, haben wir im Stream schon drüber geredet, im Interview schon drüber geredet, was ist dumm, was ist nicht dumm. Ah ja, dumme und kluge Battle-Rapper, ja, ja. So, stimmt, ich würde sagen, zwischenmenschlich, ja, über dem Durchschnitt, aber was jetzt so Belesenheit angeht oder keine Ahnung was oder so, weiß nicht. Da gibt es ein paar, die sind drüber, ein paar, die sind drunter. Aber ich würde schon sagen, die Durchschnittsmenschen, wenn die auf Klo gehen in unserer Runde, ist so, Digga, bringst du den mit. Was ich halt interessant finde, ist, wie sich je nach Gegnerauswahl die Angles ändern. Weißt du, was ich meine so? Wenn du... Ich hatte halt, weißt du, die Erfahrung, wenn du so die ersten Seasons anguckst, so, weißt du, wenn wir jetzt nur bei Battle Rap bleiben, es gibt noch, ich könnte noch ausschweifen in andere. Ganz kurz, schreibt mal einmal Ja in den Stream, wenn euch die Unterhaltung gerade gefällt. Nee, war, wir schweifen hier wirklich ab. Nee, aber lass mal, wenn die das nein, nein, feiern, wenn die das feiern, dann ist in Ordnung. Dann können wir weitermachen. Ja? Ja, weißt du? Ich habe es jetzt wieder vergessen. Okay, dann lass labern. Angles, die sich ändern. Ja. Je nach Gegner. Weißt du, was ich meine? Ja. Zum Beispiel aggressives Auftreten. Genau. Wenn du dich überlegen fühlst. Brauchst gegen Mighty nicht machen. Genau. Aber gegen Bong Taggy ja. Ja, genau. Du musst so wählen. Weißt du, so, dass du dann sagst, so, okay, da wähle ich einen cleveren Angle, so, weißt du, was ich meine? Und bei dem anderen haust du von oben drauf und disst ihn und sein Umfeld. Genau, und RV, Jack Dragon, anderes Ding als jetzt Mighty, anderes Ding als Mikesh. Mhm. Was ich in dem Auge nicht gesagt habe, aber jetzt nach 5 Bier sagen kann, ist ehrlicherweise, ich hatte zu viel Schiss vor dem. Vor Mikesh? Ja. Krass, verstehe ich gar nicht. Weil der ist, doch, weil der ist, Mann, der hat dreimal im Festsaal Kreuzberg alles dem Erdboden gleich gemacht. Das war wirklich, ich habe mir die Videos nicht so oft angucken sollen wahrscheinlich. Mhm. Aber dann bekommst du dieses Bild von dem, okay, ich stehe jetzt an der Stelle von dem Gegner. Und dann roart das durch das ganze Ding und du denkst dir so, fuck, Alter. Und die, viele wollen, aufgrund meiner Art, viele wollen mich ja auch fallen sehen, auch wenn der Chief meinte, es sind auch viele Samurais hier. Meine Leute waren da schon in der Unterzahl. Das ist, ich bin kein Diltili-Held, aber Mikesh ist der Diltili-Held, ne? Egal, abgesehen davon. Ich habe mir das Battle angeguckt und dachte mir so, Mann, du Bastard, habe ich mich selber beleidigt. Du hättest mehr, ich hätte mehr battlen sollen. Ich habe nicht gebettelt. Ich dachte mir so, ich habe nur auf Entertainment und auf clevere Angles ein paar Sachen, wo ich mir dachte, okay, die Insider checken die Leute schon. Ich habe nicht so ins Klo gegriffen wie beim ersten Match gegen Mighty. Da habe ich 3 Runden das Thema verfehlt und zu Recht verloren, wie ich es auch im Interview gesagt habe, weil ich verliere, kann ich es immer auch zugeben, wenn es zu Recht ist. Aber da habe ich einfach zu, ich würde das jetzt anders schreiben. Ich würde jetzt battlen, richtig battlen. Und ich habe da nicht richtig gebettelt. Das ist scheiße. Ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass du auf die intellektuelle Ebene gegangen wärst. Nee. Weißt du, so... Kannst du nicht ficken. Ja, also halt, weißt du, wenn 2 Gs miteinander battlen, dann würde ich mich wundern, wenn der eine jetzt auf einmal so voll auf Schlaumeier macht, dann komm doch mit dem harten Street-Shit so. Und wenn 2 Leute, die auf Intelligenz und so Wert legen... Der ist aber noch drüber. Ja, ist krass, dass du dich da unterordnest. So guck mal, die Zeit rum, ich habe kein Wort verstanden. Und die Leute live aber auch findest nicht. Findest du, weil du... Vielleicht hast du recht mit dem, dass du sagst, wenn du ihn so lange... Du hast ihn ja dann schon studiert, wenn du seine Videos analysiert hast, das hat dich dann eher eingeschüchtert. Ein bisschen, ja. Ja, das ist ja, da, dann hättest du die gar nicht so. Ja, Dicker, wenn wir mal Real Talk machen, ne? Ja. Der hat kein. Also das schlechteste Battle war gegen Bong Taggy. Ja. Und das ging noch halbwegs, dachte ich mir so, okay, was? Bong Taggy war der nur scheiße, weil er laut seiner Aussage nicht gut vorbereitet war, aber weil Bong Taggy den outperformt hat. Das war in meinem Kopf drin und ich dachte mir so, ich kann ihn nur doof aussehen lassen, wenn ich so lustig und so geil performe. Und es kam aber nicht so an, wie ich es mir gedacht habe. Also mein Comedy-Sensor, mein Performance-Sensor hat mich da im Stich gelassen. Findest du, Mikesh war stärker gegen dich als gegen Jarambo? Nein, nein, nein. Das war nicht der beste Mikesh gegen mich. Nee, ne? Der war gegen Robsky und gegen Jarambo war der stärker als gegen mich. Aber ich fand Jarambo auch stärker. Ich habe doch für Jarambo gewotet. Ja, das ist auch ein Fehljudging gewesen. Niemals. Doch. Ich habe gar nicht... Der war nicht besser in dem Battle als Mikesh. Nein, man kann es runterbrechen. Ich kann den Sieg nachvollziehen von Mikesh. Ist keine für mich eindeutige Geschichte, so dass ich sagen kann, nee, auf gar keinen Fall. Viel subjektiver Geschmack spielt wahrscheinlich auch mit deiner Rolle. Bei dir 100 Pro, ne? Ja, so kann man sagen, weil ich auch der Einzige war. Ja. Aber ich habe hier und da auch im Nachhinein gehört, dass da schon Leute allein schon wegen dieser homophoben Geschichte und wegen dem Booster da halt sich die Judges nicht ganz getraut haben. Einige, ich weiß nicht genau mehr, da vielleicht für Jarambo zu voten.
oder sowas. Ja, weil es auch ein Griff ins Klo war. So unbeliebt war. Also guck mal, ich finde nicht, wenn ich Jarambo, ich gehe nach Emotionen. Wenn du ernsthaft zu jemandem im Battle sagst, da Homophobie gibt in anderen Ländern als Schande und Krankheit. Nein. Ich weiß nicht, wie du denkst. Ich verstehe nicht, dass er nicht ausgebuht oder dass er da ausgebuht wurde. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Aber egal, was er danach gesagt hat, wurde nicht mehr gewertet. Natürlich. Das meine ich ja. Aber ich hab den Rest die dritte Runde trotzdem gewertet. Und die dritte Runde von Jarambo war krass. Ja, natürlich, war überkrass. Aber ich meine nur, ein Battle ist ja, jedes Battle, was zweimal drei Runden sind, ist ja eine Geschichte. Es geht ja auf und ab. Es ist selten so, dass wirklich so Bodybag, drei Runden sind gleich oder du fühlst bei jedem dasselbe, sondern es ist immer eine Welle. Ne? Es ist immer so, in der ersten Runde aber in der zweiten kam der wieder und was kommt jetzt? Aber jetzt ist, und du kannst ja mit manchen Sachen kannst du es ja voll verscherzen. Und das ist eine von den Sachen. Verstehe ich. Und die Minuspunkte, die er dafür kassiert hat, zu Recht auch, ne? Also, dass er sich da mit der Crowd verscherzt hat, ist so kein Wunder. Ich denke auch, war bekloppt, was er da gemacht hat. Nichtsdestotrotz blende ich nicht alles aus, was er im Nachhinein gebracht hat. Ich auch nicht. Und, aber Mikesh war... ich denke halt, man kann ganz gut objektiv sagen, weißt du was, Mikesh hatte die besseren Lines. Ne? Der hat einfach hier und zwei, drei... viel besseren Engels. Engels, meine ich ja. Dieses Bildsprache, ist zerstörend diese wilde Sprache, aber auch vieles, was Jarambo, diese emotionale Tiefe... Aber nichts davon hat den Gegner zerstört. Das siehst du so, weil du vielleicht, ich weiß nicht, inwiefern man dich mit Emotionalität abholen kann. Ich finde... So wie jeden im Battle Rap. Was? Mit Emotionalität, wenn jemand Real Talk macht und du Gänsehaut hast und dir denkst so... Fuck, Alter, stimmt, der ist so ein Mensch. Der Unterschied ist aber, du identifizierst dich nicht mit einem Angreifer. Die meisten nicht, die heutzutage Battle Rap zugucken. Verstehst du? They don't respect the shooter. Ja. Weißt du so, dass du einfach sagst, halt, wenn ich komme und ich gehe aus der Angreifersicht, you bust out of fear, we bust out of aggression. Aber das war die ganz, Leute aber beide haben gleich angegriffen, nur mit anderen Mitteln. Da war keiner von denen, war jetzt der Angreifer, keiner von denen, guck mal, der jetzt... Für mich ist das, ich habe letztens darüber gesprochen, wie wenn Leute entschieden haben, für Battle-Rapper, die krasser geflowt haben als der Gegner. Ja. Ne, dann ist es ein Spiel, wo die sagen, oh, ist voll krass, finde ich voll geil, der hat die voll platt gemacht. Und ich denke, was hat er denn gesagt? Er hat einen Double-Time rausgehauen. Und das fühle ich da nicht. Andere sagen, ich fühle das voll und der hat ihn gebattelt. So haben die Bilder, wenn einer jetzt, Mikesh hatte wirklich gute Engels und sehr ausgefeilte, krasse Sachen. Ja. Ne? Und ich will kein bisschen die Leistung runterreden. Nee. Ich finde aber, dass Jarambos Leistung nach wie vor nicht komplett gewürdigt wurde durch seinen Griff ins Klo. Natürlich. Ne, so. 100%. Also das ist, dass wir den aber selbstgeschaufeltes Grab. Selbstgeschaufeltes Grab ist das. Ich weiß, wie, dann kommen wir wieder zu, wollen wir über Choking Kills diskutieren? Wenn man eine Runde choked, die zweite Runde verchoked, selbstgeschaufeltes Grab. Also wenn Jarambo den schwulen Part verchoked hätte, wäre es eine ganz andere Nummer gewesen. Genau, dann hätte er sie zurückgeholt in der dritten Runde. Das meine ich ja. Sympathie, so, natürlich. Also, aber das ist ja Battle Rap. Nein. Deswegen ist es ja eine Kurve. Nein. Guck mal, ich habe Emotionen dabei. Warte, guck mal. Ich habe ein Battle gehabt gegen Amar. Ja? Ich habe es klar dominiert. Dann habe ich aber das HS-Wort gesagt. Und es war noch nicht mal die Punchline. Zur damaligen Zeit. Genau. Okay. Und dann auf einmal haben die mich ausgebuht. Ja. Am Ende. Ja. Verstehst du, obwohl ich die ganze Zeit das hatte. Und dann haben die gesagt, ich habe verloren. Da war Battle auch noch eine Steinzeit, Alter. Nein, das ist aber dasselbe. Das ist dasselbe für die ins Griff ins Klo. Wie kannst du für Rapper A voten und sagen, geile Punchline. Der hat 27 geile Punchlines rausgehauen. Die 28. ist whack, ja, und ein Griff ins Klo, was jetzt nur ein HS-Wort war bei mir. Aber egal, was es ist. Dann auf einmal, weil er dann an der 28. Line was richtig Wackes gesagt hat, ja, vielleicht noch was moralisch gar nicht vertretbar ist, ne? Ignorierst du die 27 geilen Lines von davor und gibst das Battle an Rapper B, weil dir nicht gefallen hat, was Rapper A als 28. Line gesagt hat? Es kommt darauf an, ob das eine Punchline ist. Zum Beispiel, du hast 28 Lines insgesamt, 27 davon sind Killer und die 28. ist eine Bad Bar. Easy going. Nee, ein Griff ins Klo. Aber wenn die 28. ist, die N-Bombe oder wie es damals HS war oder was Homophobes, wo man nicht weiß, meint er das ernst, meint er das nicht ernst, dann machst du einen Stempel auf den Charakter und dein Charakter hat auch was mit dem Battle Rap zu tun. Jetzt Likeability, Alter. Du stehst auf der Bühne und Leute blenden nicht alles aus. So stehen die ja so da und hören nur Lines und egal. Nee, das ist das ganze Bild. Wie reagiert die Crowd? Ist der sympathisch? Wie reagiert der bei den... Also es kommen so viele Kanäle sind auch, wenn du Battle Rap guckst, so viel kommt ins Spiel, dass sowas dich übelst ficken kann. Okay, was ist dann mit einer unsportlichen Aktion? Was ist, wenn Wies Disaster gegen Mer Fafa? Er die ganze Zeit, er gibt und am Ende schlägt er seinen Gegner. Ja. Hat das Battle verloren. Okay, egal, was er vorher gemacht hat. Also das heißt, egal. Der Wack geht. Okay, dann sind wir, wie hast du Tobi Hai gegen Wolf Tobi Hai gegen Wolf.
Tobi Hai gegen hat, Wolf war Tobi Hai im Schwesterkreuz. Ja, genau. Achso, Tobi Hai. Tobi Hai. Obwohl er gechoked hat. Ich habe ein Auge drauf gemacht. Oder hat er das schon? Ich habe ein Auge drauf gemacht. Wolf war konstanter, aber ja. Tobi Hai hatte die krassere Energy. Wolf war konstanter und hatte einfach null Haymaker in dem ganzen Ding. Mhm. Die waren immer so verpackt in irgendwelche Reim-Patterns. Mhm. Konstantere Leistung, aber Tobi Hai hatte. Die Top 5 Momente des Battles waren alle auf Tobi Hais Seite. Ja, also auch wenn er. Okay, der hat keinen Griff ins Klo gehabt, aber... Der hat auch nicht so krass gechoked, dass ich am Ende sagen würde, okay, das ist... Obwohl, in der Reaction habe ich, glaube ich, gesagt, okay, die dritte Runde kann man dann an Wolf geben, okay. Aber die anderen zwei Runden waren... Heißt das im Umkehrschluss, ja, wenn Lars gegen Drop am Ende scheiß Z-Wort oder so nein, gesagt hätte? Nein, weil das nie auf Augenhöhe war. Nee, ich will ja nur wissen, ob wir... Ja. Haben wir objektive Kriterien? Das ist ein geiler Punkt, das ist schwer, sich reinzudenken. Hätte... Ja. Am Ende des Battles Lars scheiß Z-Wort gesagt, ja? Hätte er das Battle verloren? Nee, er hat das Battle gewonnen. Trotzdem? Ja. Okay, wo ist der Catch? Warum da ja und sonst bei Jarambo nein? Weil Lars Leistung, also nicht ist, um was vom Z-Wort wegzunehmen oder so, das ist gleich schlimm wie immer, Pipapo anscheinend. Mhm. Aber das Ding ist, wenn du 2,5 Runden deinen Gegner niedermähst und eine Leistung bringst, die noch nie jemand gesehen hat und das so Euphorie ist, dann fällt es dir schwer, von da oben euphoriemäßig wieder runterzukommen. Aber wenn du einfach nur solide warst, gut warst, ein bisschen sympathisch, dann kann man dich eher runterziehen. Dann ist der Punkt nicht, der Griff ins Klo ist nicht ausschlaggebend, ist nicht entscheidend, aber... Gesamtkonstrukt, aber es kann dich ficken. Aber genau, es kann, wenn es, ja, sagen wir voll. Mal, so ist, und dann kommt noch dazu dieser Griff ins Klo, dann bist du weg. 100 Pro. Aber das alleine, das ist aber, dann heißt es auch nicht Choking Kills. Wenn du 27... Für mich nicht, aber weil ich auch oft gechoked habe. Ja. Kann auch sein. Okay. Ich glaube, wenn ich mit meiner Art, wenn ich noch nie gechoked hätte, würde ich jeden, der choked, Choking Kills, würde ich sagen. Ja. Klar. Opportunist. Halt. Ja, dann bist du ein Opportunist, wollte ich gerade sagen. Ich will sagen, es gibt keine objektiven Kriterien, sondern man geht, glaube ich, von Fall zu Fall dann doch subjektiv. Und ich habe einfach... ich kann mir das Match vielleicht nochmal angucken und auf Cam wirkt das vielleicht... Mikesh Jarambo. Weißt du, was ich sagen würde? Ich gucke mir das jetzt nur komplett aus Mikesh Perspektive an. Alter. Mann, ey, Jarambo, ich sag dir ehrlich, er verkörpert für mich den guten, richtigen Battle-Rapper. Ich weiß genau, was du meinst. Weil ich sag nur, dass du hast eine Aversion. Du hast eine Aversion gegen die Klugscheißer-Faktion. Nein, ich mag Klugscheißer-Rap auch. Ist gar nicht so Dings. Aber wenn wir das jetzt alles auf Augenhöhe sehen, wenn jetzt... Dann gewinnt für dich der richtige Rapper. Trotzdem der... Weil, der Street-Rapper. Ey, wenn du keine Aggressivität ins Battle bringst, das ist für mich so fast so ein Minuspunkt wie so ein Griff. Okay, pass auf, aber Jarambos Aggressivität ist nicht Mikesh Aggressivität. Also ich finde, Mikesh war in dem Level genauso aggressiv wie Jarambo. Nein. Aber hör zu, wie der seine Sachen fortigt, was er dem ins Gesicht sagt, ist genauso aggressiv, nur dass Mikesh gar nicht so ein Aggressionslevel hat. Ja. So. Ja. Und ich habe das... Ich habe mehr Aggressionslevel als Mikesh, aber auch nicht wie Jarambo. Das heißt, meine Aggression hast du gegen Bounty in der letzten Runde gesehen, das ist so, drüber wäre auch scheiße, so Brian Damage-Modus, drunter wäre auch so ein bisschen seicht gewesen, aber weil es halt so ehrlich war und genau gefühlt war, die Leute, wie gesagt, die Leute merken sowas, man rezitiert sich auch gerne mal selber, wenn man der Most Dude ist, aber ich meine nur, nicht dasselbe Aggressionspotenzial. Mhm. Und wenn jetzt manche Leute, beim Bounty ist jegliche Aggression so unglaubwürdig, weil du weißt, der ist nicht mal ansatzweise, der denkt nicht mal böse. So. Und da gibt es Leute wie mich, so ein Mittelding, wenn Mighty Mo mir sagt, ein Hurensohn aus meinem Wort klingt nicht wie ein Hurensohn, sag ich, nee, Mann, Alter. Oft genug gesagt, oft genug so gemeint, wenn es falsch war, wie ich in Berlin gemerkt habe, so. Aber, und wenn dann Jarambo kommt, oder wer ist noch aggressiv? Keine Ahnung, ein David Jones, ein Mighty, die übersteuern zwar manchmal, aber die haben ein größeres Aggressionspotenzial als Leute wie ich oder noch schlimmer, keine Ahnung, Bong, Taggy, Wolf, die brauchen gar nicht laut werden. So, weil es unglaubwürdig ist, weil die das nicht sind. Ja, also schreibt mal ganz kurz Ja in den Chat, wenn ihr das alles nachvollziehen könnt, was wir gerade erzählen. Wir schweifen zu sehr ab, wichtig, oder? Ist mir ganz wichtig. Wir schweifen zu sehr ab, glaube ich. Ja. Ich glaube, hier schwingt auch ein gewisses Maß an Subjektivität mit, gerade bei mir halt, ne? Weil ich finde Rap-Musik allgemein, jetzt mal ohne Battle nur, gehört schon Aggressivität mit rein, weil man sollte halt auch für etwas stehen, beziehungsweise gegen etwas agieren. Und ich finde, da kann auch eine Schildkröte kann aggressiv sein. Weißt du, was ich meine? Ja. Also du musst nicht immer... In ihrem Rahmen aber. Genau, in ihrem Rahmen. Genau. Ich hatte mit Marvin Game ein Gespräch, der ist voller Positivity. Ich bin pro dies, pro das. Ich will nicht anti sein, aber irgendwo habe ich gesagt, ey, du musst, if you don't stand for
anything, you're gonna fall for der everything. Steht für viel, aber das sind alles positive Sachen. Ja, und der sagt mal, ich bin pro dies, pro das. Aber dann habe ich gesagt, es kann nicht sein, dass es sowas ist. Und dann habe ich gesagt, weil Nikotin, er meinte, doch, da bin ich gegen. Und okay. Da hat er halt eine Antiposition gefunden. Und das meine ich, da fängt auch ein Marvin Gaye an, aggressiv zu aber werden. Aber der wird aber nicht laut in der Diskussion. Der Stil, wie er aggressiv wird, ist natürlich eine andere Sache. Du kannst latent aggressiv sein, ein bisschen. Weißt, was bleibt immer ruhig, der bleibt immer ruhig und erklärt dir ganz sachlich, warum Nikotin für mich scheiße ist. Weil ich stehe ja jedes Mal mit der Zigarette gegen seinen Joint. Das ist zum Beispiel Jay-Z, einer der besten Rapper überhaupt. Ne? Für mich der Beste. Aber Aggressionspotenzial? 0,0. Würde ich nicht sagen. Er hat auch harte Songs. It's Murder oder so, weißt nicht, du? Aber die sind nicht hart delivered. Die sind, ja, das ist halt sein. Das ist halt kein DMX. Wo er, genau. Ja. Du kannst ihn halt nicht auf dem DMX. Ein Liebessong von DMX klingt aggressiver. Genau. So, deshalb. Und ich glaube, wenn ich schon im normalen Rap-Musik dieses Harte, dieses nach vorne gehe und du bist, wir sind keine Sänger. Weißt du, was ich meine? Ja. So, Rapper sind umsonst. Sollten sein, mittlerweile. Sollten sein, genau. Ja. Ich meine jetzt aber, wenn ich jetzt mit meinem Oldschool und meinen Dings. Rap. Und das ist der Sport. Mhm. Aber wenn ich dann zu Battle-Rap übergehe, zu Kampfsport, was für ein Kampfsport gibt es, wo Aggressivität nicht eine große Rolle spielt? Ja, kann ich dir sagen, es gibt Leute wie ein Soul Khan zum Beispiel, ein Conceited, Leute, die reden. Mhm. Die reden. Die werden keinmal laut, die werden nicht aggressiv. Und die sind in der amerikanischen Battle-Rap-Kultur seit... Also auch Soul Khan und auch Conceited... Für seine Verhältnisse, ich sag mal... Nicht einen einzigen Real-Talk-Part, der nicht aus Wort... Ich rede nicht vom Inhalt, aber von den Bars her und auch von der Delivery her ist erst immer noch einer der Comedian. Null aggressiv. Genau, er ist immer noch verhältnismäßig nichts, aber vergleich das mal mit weichen Rappern von hier. Vergleich Conceited mit Main Mo. Ja, okay, aber ja, Main Mo ist kein gefixtes A Cappella-Battle. Ich weiß, was du meinst. Ja, was? Ja, Atzenkalle... Was? Ja. Ja, okay. Mehrfach, mehrmals. Ja, aber da musst du ein anderes Beispiel nennen, weil Maymo ist jetzt auch nicht so, keine Ahnung, Nenzen, Heiligen John zum Beispiel. Ja, Craze. Ja, oder ein Craze zum Beispiel, genau. So die softe... Der gut ist. Craze ist ein doper MC. Craze ist super. Ja. Ja, genau. Man muss nicht immer, also verstehe mich nicht falsch, man braucht nicht, muss nicht aggressiv sein, um gut zu sein. Dopeness und Härte. Aber du wünschst dir das halt, du willst das. Nee, ich finde, harter Rap und Aggressivität sind Attribute, die in deutschen Battle-Rap nicht genug gewürdigt werden. Zu 100%. Ach so, gut. Und ich habe auch, können die Leute auch bestätigen, die meine Sachen schon länger gucken, ich glaube sogar, Top 5 vielleicht, aber Top 10 auf jeden Fall Battles aller Zeiten für mich ist Rob Skure gegen Davy Jones. Mhm. Die battlen in Wien, in diesem 3-Stil-Gebäude bei Diltili, glaube ich, ne? Mhm. Und man, Dicker. Ja. Yeah. Das Battle ist Feuer. Ja, Mann, wie Davy in die Luft gesprungen ist. So, und Rob Skure auch hält dagegen und aggressiv und die mögen nicht, was der andere repräsentiert. Mhm. Und das ist für mich eines der geilsten Battles. Mhm. Und das ist nicht das Battle mit den textsichersten Passagen oder den lustigsten Sachen, sondern das Battle lebt von, das ist wie hier Jarambo gegen Indostan. Mhm. Ist jetzt nicht ganz so ernst, aber von den Lines her, so, das sind so Battles, wo es so ein bisschen knallt. Ich gucke die auch gerne. Ja. Ich bin Battle-Rap-Fan. Ja. Ich bin jetzt deswegen, für mich ist Conceited nicht in den Top 5. Mhm. Für mich sind andere Leute da. Ja, das da gebe ich auch. Aber ich meine nur, es kommt der persönliche Geschmack mit rein, der sollte aber nicht alles überwiegen, so, aber man kann sich nicht von Subjektivität freimachen, das ist unmöglich. Deswegen bist du auch eher Team Jarambo als Team Mikesh in so einem Battle, wo du als Einziger stehst und sagst, guck mal, für mich Jarambo, Bibapo. Und es gibt super viele Leute, die du kennst aus der Hood oder keine Ahnung, die selber Rako oder wie sie alle heißen, die selber Rap machen oder Monarch Dilemma zum Beispiel, die dir auch wahrscheinlich beipflichten würden. Aber zu meinem Glück auch, oder der Zeitgeist von deutschem Battle Rap ist anders. Ob es das besser macht, glaube ich nicht, weil die Entwicklung geht ganz klar zum Debattierclub. Ja. So, und die Kurve wird aber sehr schwer zu bekommen wieder. Aber man kann es geil mischen. Moloch Dilemma hast du gerade angesprochen. Eins der besten Lines in der ganzen Battle Rap-Geschichte. Es ist kein Ding, dir deinen Zahn mit einem Schlag rauszubrechen, dass du höchstens das Beatbox-Battle gewinnst beim Versuch, deinen Namen auszusprechen. So, und soll ich was sagen? FÖD3 für den ganzen Raum war Game Over. Ja. Macht er den heute bei Dilti oder Top The Takeover? Ja, dann heißt es so... verpufft nicht. Safe. Aber die Genialität der Line wird nicht gewürdigt. Ja. Ausreichend, was du vorhin gesagt hast. Okay, und was ist jetzt die Line des Jahres 2022? What? Boah, auf die Event, Alter! 2022, was ist denn... Was sind heutzutage Bars auf Was die ist Event? Denn Bar auf die Event, Alter? 2022. Guck mal, was er schreibt. Früher war, die Rapper gehen auf die Bühne, Blut, Blut, Blut.
Ja. Du hast ja auch aufgegangen, wir wollen Blut sehen. Klar. Was heute? Fachwörter. Heute ist auch... Oder was ist so heute? Ich habe meinen Text vergessen, mach mal Lärm. Hey. Ja, genau. Aber beide waren, alle waren super und nee, keiner hat verloren, das ist auch scheiße. Der Beat war zu laut und auch zu leise. Das war so lustig vom Bonteggi. Ja, das war überragend, ja, stimmt. Aber On-Beat-Battle, ja, genau. Oh, die Scramble-Line von Nikesh war richtig krass, Alter. Die war richtig gut. Mann, ey, ich wollte auch nicht... Das war so killer. Ich wollte nicht... Auf der Bühne, ich konnte nicht anders als feiern. Ja, das musste, das war so gut. Ich finde Traps auch gut, Traps nach wie vor. Das hat wieder was mit... das ist wieder ein schlauer Move. Natürlich, Traps sind eher... Also ich will jetzt nicht sagen, dass nur Emotionalität, Härte und Aggressivität das A und O ist. Neue Stilmittel, und ich will nicht sagen, ich habe die Traps erfunden. Nee, hast du es safe nicht. Wer hat die Traps erfunden? Ich. Was hast du gemacht? Sag mal deine Line. Sag deine Line. Ich habe, krass, dass du das sagst, weil ich habe mit einem in Reutlingen gebattelt 2012 bei der Savage Tour gegen Street Soldier. Hieß er damals Streetfighter noch damals, ne? Freestyle oder A Cappella? Yeah, beides. Es war ein A Cappella und es war unentschieden und danach gab es einen Freestyle zur Entscheidung. Willst du deinen Trap zuerst sagen oder soll ich meinen Trap zuerst sagen? Ich will meinen zuerst sagen, auf den dann Bonteggi seine aufgebaut hat. okay, all right. 2018 gegen Greg Pipe habe ich dem gesagt, war nicht mal Molochs Dilemma Ex-Freundin bei dir auf dem Schoß? Und der meint so, ich so, ja, nee, war nur Spaß. So, Angst machen, Reaktion, ist so, alles gut. Und das hat er auch dann... Hätte mal bei denen sein Gesicht sehen sollen oder so, ne? Genau. Ja. Genau, gegen Bonteggi, war noch früher, genau. Und das hat er, aber das hat Bonteggi von dir gebeitet oder was? Ja, der hat danach auch, hast du nicht mal Mädels an den Arsch gefasst? Nee, da war es eine Verdrehung der Tatsachen. So, dieses Hinlenken, dass der Gegner sagt, nee, hab ich nicht. Ja gut, dann war es halt so. Ja, aber so. Er hätte mal sein Gesicht sehen sollen. Ja. Irgendwie so. Ich glaube, Bonteggi hat im Rematch das irgendwie gebracht. Hat aber nicht geklappt. Hat nicht geklappt und dann hast du noch so gemacht. Genau, ich bin am Smilen. Hat nicht geklappt. Aber wo war deine? Ich habe Traps gestellt mit, also dieses aufs Glatteis führen, ne? Wenn ich versuche, den Klugscheißer-Instinkt zu triggern, halt, indem ich halt so Dings sache. Und du hast schon einen Konter für danach, weil ich weiß oder hoffe, dass er richtig frontet. Aber das ist eine andere Trap als die A Cappella. Reaktion. Das auch, aber auch natürlich vorgedachte Konter. Ja. Also das Thema auf etwas lenken. Naja, ich habe zum Beispiel dieses konkrete Fall, was ich angesprochen habe, war so ein Shirt Affen-Shirt angezogen, weil ich Affenlines provozieren wollte. Okay. Genau. Und dann habe ich halt die Konter mal eingebaut in der Hoffnung. Und der war halt schlau, aber irgendwann sind ihm die Lines ausgegangen. Weißt du, weil es war halt immer wieder, es war A Cappella, dann nochmal noch eine Entscheidung und so weiter. Und ich stand mit dem Shirt vor ihm und so gesagt, wann droppt der denn endlich Affenlines gegen mich, Alter? So, weißt du? Und er hat das, glaube ich, auch gespürt oder geahnt und wollte nicht das Offensichtliche nehmen. Aber irgendwann sind die Lines ausgegangen und dann hat er nur noch das genommen, was so greifbar ist. Und dann habe ich bam rausgehauen, was ich vorher gedacht habe. Das ist eine andere Trap. Das ist auch eine Trap, aber es ist nochmal eine andere Trap als dieses, ich habe gehört, du hast so und so gemacht. Nee, habe ich überhaupt nicht. Spaß, so und so. Einfach nur kurz auf Glatteis für A Cappella-mäßig, genau. Hättest du auch Konter in Düsseldorf gehabt, als du den kurzen Monkey in the Jungle angehabt hast? Nein. Ja, das habe ich auch gedacht. Ja, das nein. Stimmt, da habe ich dir sogar erzählt. Ja. Da habe ich gedacht, du ziehst dieses Shirt an wegen dem Skandal. Genau. Stimmt, ja. Soll ich was sagen? Nee, weil ich denke mir so, da ich mich für den Cleversten halte, denke ich mir so, wenn mir kein geiler Spruch darauf einfällt, fällt auch keinem anderen was ein. Hältst du dich immer noch für den Cleversten nach Nikesh Battle? Nee, ich meine aber so generell. Ach so. Ja. Achso, okay. Damals, 2004. Achso, okay. Und das war auch Freestyle. Achso, okay. Noch was anderes. Und da dachte ich mir so, nee, ich zieh den einfach an, weil ich feiere den Move so anormal. Okay. Vor diesem H&M-Skandal, lieber Bro, und du gehst einfach auf die Bühne mit dem Hoodie, du hast tot gelacht, ihr habt alle tot gefeiert. Ja, voll. Nee, du hast doch gar nichts gesagt. Und das Ding ist, und du drehst, du flippst den ganzen Spruch. Yeah. Ich bin dann der coolest Monkey in the Jungle, aber for real. Yeah. Nicht, weil ich schwarz bin, sondern ich bin dann der coolest Monkey in the Jungle. Zack, der Laden hat mir gehört. Ja, Mann. Hat der alle fertig gemacht, dieses Ding mit A, A, B, B und gewonnen. Aber dadurch habe ich mir so gedacht, ich flippe jetzt diesen ganzen Scheiß H&M-Rassismus in was Positives. Was gibt es noch für Innovationen, die wirklich hier, wer hat da so Pionierarbeit geleistet in Stilmitteln, die übernommen wurde? Catchphrases? Was waren so die ersten Catchphrases? Ich kann mich erinnern an, die war zwar nicht gut, aber Leute haben mitgeschrien, Pisek. So, aber King is jetzt back. Ja. So, aber Intros? Intros, stimmt. Intros hat vor dir keiner gebracht, aber ich kann mich erinnern, dass Pisek und ich danach gesagt haben,
Ey, krass, wir sind die Ersten mit den Slogans. Ja. Weil wir hatten es beide im selben Battle. Er hatte Red Tat Tat. Hier ist das der Battle King? Nee, das war... Nee, das der Realste... Die Realste Cypher Star, wo der Realste Rapper King ist. Ja, genau. Ne, dass ich das immer wieder... Das habe ich eigentlich bei dem Gier-Battle schon angefangen, aber da war es ja noch keine Catchphrase. Das habe ich dann angefangen zu wiederholen. Ja. Und beim P-Sack-Battle wussten die schon dann, was jetzt kommt. Und da hat er halt das Red Tat 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 gebracht. Ich habe eher ans, also ich habe was mit Konzeptrunden und Schemes. Also ich habe, glaube ich, die ersten Schemes gebracht. Du hast das erste, so ein Supermarkt-Scheme hast du als erster gehabt? Supermarkt und ein Film-Scheme. So, ne? Und das, dein Label-Scheme gegen Gregpipe? Da gab es aber schon welche, oder? Nee. Vor meinem Label-Scheme? Das war, bevor ich kam, auf jeden Fall. Habe ich ja schon drei Schemes gebracht, bevor die anderen das übernommen haben? Und ich habe es ja nicht erfunden. Ist ja alles, was angebettet ist, ne? Aber in Deutschland, in deutschen Battles habe ich die ersten Schemes dann gebracht, oder was? Ich kann mich an kein richtiges Scheme erinnern vor diesen Supermarkt-Ding. Und diese Konzeptrunden, wie was du gerade in Düsseldorf angesprochen hast, dieses Ö und so, dieses, also das habe ich ja, also... Das ist aber keine Konzeptrunde. Das war, du hast dich an einen, dieses BB, CC... Ja, das ist auch kein Angle, das ist einfach das... Das ist ein Konzept. Nee, das ist für mich keine Konzeptrunde, weil wie das... Wie würdest du das beschreiben? Die ganze Runde besteht ja nicht daraus. Na, du hast, also ich finde das sowieso, das Konzeptrunde ist für mich so, es hat Dropscure... zu seinem wacken Slogan gemacht, weil Leute das halt feiern. Mhm. Aber so eine ganze Runde, ein Konzept, also sei mir nicht böse, aber wenn eine ganze Runde ein Konzept machst, ist auch keine gute Runde. Also eine Runde muss ja auch Abwechslung geben. Aber zum Beispiel, weil ich natürlich auch Ego bin, dieses am Ende der Runde Druck aufbauen auf den Gegner, das habe ich vor mir auch noch nicht gesehen. Hat einer Intros nachgeahmt? Junge, es ist Mighty. Es ist der Wortverdreher aus Nordkorea. Junge, es ist anonym. Also, ein paar haben versucht, Intros auch mal zu starten, ist dann in die Hose gegangen und es hat dann... Bitch, es ist Mighty oder Junge, es ist Mighty, ist ja kein... Gab es schon vorher, aber hat er dann irgendwann gemerkt, okay, da kann man auch eine Catchphrase draus machen. Ja, aber es ist kein Intro. Intro ist herzlich willkommen in der Battle Mania. Ja, aber Mighty hat beim Koskotzen-Battle auch, ihr wisst alle... Junge, es hat dann so seine, auch da mit Alpha Royale auch. In seinen letzten Battles hat das als Intro genommen. Ja? Auch wenn es ein Slogan am Anfang ist, aber es ist dann trotzdem ein Intro, glaube ich. Auch dieses Ganze, ich habe ein paar Fragen zu dem, was du in den Battles gesagt hast. Ja, das sind halt so unique Sachen, die halt, genau. Das sind so, genau. Da kann man Dings so, Kato, ich komme, schlafe. Ja, das ist ein Slogan. Das ist ein Slogan. All Hail to the King, this is motherfucking King. Genau, All Hail to the King. Deswegen, seitdem, es gibt geile Sachen. So, und das ist auch geil für Battle Rap, weil das ist ja ein Show-Element. Ja, yeah, voll. Julo. So. Julo, das Massaker in der dritten Runde, das Massaker fängt jetzt erst an. Ne? Normalerweise heißt diese dritte Runde hier fassen zusammen, aber nein, Name, jetzt fängt das Massaker erst an. Okay, aber das ist noch ein bisschen zu klein, als dass man das schon irgendwie kennen müsste, aber ich kenne es nicht. Aber zum Beispiel, ich habe gar nicht Kato gehabt, sondern... der A Cappella Menderes, nee, der Rapper Hamburg. Mittwoch Menderes hat A Cappella, mies was drauf, so. Ne, also es ist ja einfach... Slogan. Sehr guter Slogan. Ja, das ist ein... Deswegen. Welche Ami-Slogans magst du? Ich finde den, obwohl ich Arsenal nicht mag, finde ich den von Arsenal geil. Once again, I'm here. Den finde ich geil. Dann, ja, das ist gut. Ich mag einen, der ist, glaube ich, nicht so beliebt. Ich mag T-Rex. Grow man, boss. Something you gotta deal with. Ja, aber der ist zu schwierig zum Mitrappen. Ja, ne? Der du weißt auch nicht, wie der weitergeht. Doch. Nothing of this fabricated punchline go equal up to this real shit. Okay. Und dann machen die alle halt weiter. Aber der ist nicht eingängig, das stimmt. Ja. Der ist nicht eingängig. Deswegen, aber ich mag den Inhalt halt. Ne, so. Ami-Battles sind, also finde ich mittlerweile nicht mehr so ganz krass, weil es mir zu sehr in eine Schiene geht. Aber zum Beispiel das beste Intro, was ich kenne, ist von Tech N9ne. Wie der auf der Bühne steht und sagt, well, I then... Und dann sagt er zu, wen hat er denn nochmal, wer ist nochmal der gegen Loaded Lux übelst abgekackt hat aus Detroit? Calico. Nee, vorher noch. Miles. Gegen Miles steht der und sagt so, ja, du hast gesagt, du trittst nie wieder an, so, ich kann es nicht wiedergeben, aber das Intro ist halt so. Und die ganze, der muss ich mal ausreden. Und die ganze Crowd redet weiter, weil die halt schon die Punchline kennt. Das sind halt, das ist krass, ja, das sind übergeile Sachen so. Lux hat keine Slogans, Hallo the Dawn hat keine Slogans. Mook hat keine Slogans. Es gibt wenig Leute, die so wirklich diese eingängigen Intros haben. Deswegen Arsenal, würde ich sagen. Und dann wird hier Dingsbums Sue Surf, aber der ist viel zu kompliziert. Und Gigi hat Rundenenden, die auch viel zu kompliziert sind. Believe them lies, so eine Scheiße, ja. Dings finde ich auch nicht so. It's Showtime. Es ist auch nicht so.
Let that be true in 3D2. Yeah. So, it's, ja, genau. Krass, Alter. Ey, das war jetzt ein bisschen Battle Rap Nerd Talk, ja, oder? Mir hat es gefallen. Ja? Ist gut? Oder ist das Battle Rap Nerd Talk? Hitman mit den Remixes, safe. Oh ja, Alter. Hitman darf man nicht unterschätzen, Alter. Safe. Und das sind alles Sachen, die sind alle gleich entstanden. Du bringst eine Line und du merkst, Leute sprechen dich darauf an, das ist ein Quotable. Und dann denkst du, kannst das wiederholen. Mhm. Ich habe mir ja nie gedacht, also klar, dieses herzlich willkommen, dachte ich mir, okay, das mache ich dazu, weil es ein Intro ist, dass es meine Show ist. Mhm. Aber zum Beispiel, ob du behindert bist, dachte ich mir so, okay, das kennen die Leute, Wiederholungsfaktor. Und bei Hitman war es genauso. Der hat einmal einen Remix. Strap In ist der geile, ist der geilste, den es im Battle Rap gibt. Ja? Mann, oder? Ja. Ja, krass. I'm strapped in. Ja, Mann. My club unicorn. Madness. I can snap at any moment. Und dann kommt immer wieder eine Monster Punchline. Okay. Habe ich live in London ja gesehen. Weißt Kann du, was ich interessant finde? Dass sehr viele, weißt du, so, ich bin ja gerne der, darauf rumtrampelt, Battle Rap, Studentenliga, ja, ja, bla bla. Mehr Street Rapper. Ja. Da könnte man meinen, okay, ich habe immer Street Rap gemacht, ne? So, ich bin da nie von weggewichen. Aber dass eine Mehrheit mittlerweile, ich finde, es sagen sehr viele innerhalb der Battle Rap Szene, dass dieses Element fehlt. Also das sagst du auch. Das, ne? Das fehlt auch. Viele. Ja, also. Aber weil es auch super schwer ist, umzusetzen, aber nur wegen der Crowd. Mhm. Genau. Ich finde ja, also wir reden ja mit vielen. Bringen wir mal was auf den Punkt. Sind Straßenrapper nicht bessere Rapper als Studentenrapper? 100%. Ne? Das ist ein Rapper halt, ja. Genau, weil da ist auch das Publikum dafür da. Ja. Aber im Battle Rap ist das Publikum nicht dafür da. Genau. Die Straßenrapper gucken sich an und sagen, ey, von denen, Alter, die würdigen meine Lines nicht. Das ist ja, genau, was ich gerade. Das sind auch Hampelmänner. Die sehen uns ja auch als Hampelmänner. Ja, sind ja auch Hampelmänner. Also, es ist ja kein Dings, wenn du dieses Theaterding wegmachst, sondern wirklich diesen, von der wieder Emotionalität reden, von Härte, Aggressivität und so weiter, wenn all diese Attribute wieder dazukommen, Realness, Authentizität und, die sagen einfach, in diesem Rahmen sehe ich mich nicht. Ja, genau. Ich kann jeden nachvollziehen, der das denkt. Genau, genau, weil man ja auch immer wieder sieht, so, die Leute, ein Julo hatte schwieriger als ein Standard. Guck mal, allein wenn du schon rappst und du sagst nicht ich, sondern ich. Ja, das ist doch cool. Das gehört dazu. Dass die Leute bestimmen den Rap-Kosmos. Ja. Und die Leute, die Rap hören, die Leute 12- bis 21-Jährigen, die Spotify beherrschen, reden auch so, zum Großteil. Ja. Aber das Battle-Rap-Publikum ist nicht mehr so. Es sei denn, du bist, keine Ahnung, in Frankfurt an einem Mittwoch oder irgendwie sowas. Aber ich meine nur, und das ist halt, ist doch klar, dass die Leute, die dann so rappen, sich diese Allmann-Diskussion angucken, auf Beats oder A Cappella und sich dann denken, nee, da habe ich nichts verloren, Alter, was soll ich jetzt da irgendwie mit harten Lines kommen? Auf Beats ist das gar nicht so krass, finde ich. Auf Beat nicht? Nee. Da meinst du, da ist ja wieder richtiger Rap. Da haben wir wieder richtige Rapper. Weißt du, so. Ja, aber wann hat das letzte Mal ein Street-Rapper eine Battlemania gewonnen, Alter? Streets war im Finale. Streets war gerade im Finale. Ich meine zu der Zeit, wo auch noch ein bisschen Konkurrenz war. Auch davor, okay, wir haben LBB, ja. Ja, ich meine jetzt, warum du jetzt sagst, zum Beispiel, das. War da jemand, der einfach nur krass gerappt hat und gespittet hat, eine Battlemania gemacht? Ich glaube, Kapital und Z, Alter. Und selbst die haben auch schon Punchlines mit reingebaut. Jizzy. Ja, aber der ist ein Punchline. Punchline ist hart, aber. Okay, Witz, sag mal dann Kenneck. Hm? Bilal ist der letzte, der war für mich der letzte gehypte. Hat der mal gewonnen noch? Ja, in Essen. Ja, in Essen hat er gewonnen. Okay. Und der ist der letzte gehypte. Ja. Er ist der, wo ich gesagt habe, für ihn hat die Corona-Phase richtig reingeschissen. So sehr, dass er seine Motivation verloren hat. Und er hatte auch genug Leute in den Kommentaren, die gesagt haben, endlich mal wieder Belly, mach hier so. Wäre Corona nicht gekommen, wäre Bilal für mich, glaube ich, der Battle-Rapper, der es auf den Thron geschafft hätte. In der Battlemania safe. Allgemein, der ist komplett als MC. A Cappella weiß man ja nicht. Ja, weiß man nicht, wie er sich entwickelt hätte, aber ich sag mal, er war auf dem Weg, diesen Hunger, den er Anfang 2020 hatte. Genau. Wenn er sich in diesem Corona-Jahr hätte austoben können, wäre der. Und der hat auch einen Nerv getroffen. Und der, der ist auch krass auf der Bühne. Genau, ich finde halt deswegen, warum, jetzt kommen wir wieder zu, ich will mich nicht wiederholen, aber zu dem Match. Er war das erste Mal in einem Battle und hat gegen den Freestyle King auf Augenhöhe abgeliefert. Ja. Minimum. Ja. Viele haben sogar gesagt, er hat gewonnen. Mhm, ja? In seinem allerersten offiziellen Freestyle-Match. Ja. Und diese gleiche Energie, wenn er genauso drauf gewesen wäre, jetzt noch in Hamburg und sein erstes A Cappella gegen dich gehabt hätte, für mich wäre er, was habe ich dir auch gesagt? Er kann nur gewinnen. Laut ihm kann er nur verlieren.
Ja, jetzt, weil er andere Prioritäten hat. Aber damals, habe ich gesagt. Nichts gegen den Jungen, ne? Aber ich meine, es gibt richtige Battle-Rapper, die den Scheiß fühlen und ein Battle-Rap-Herz haben. Mhm. Und es gibt Leute, die halt, die wollen auf die Bühne, die können ein bisschen freestylen, die haben Bock auf diesen Fame, aber die widmen nicht Zeit, Kreativität, Herzblut. Mhm. So. Und da können Leute mir erzählen, der battelt nur wegen Geld. Ich habe das, keine Ahnung, Alter, 4 Jahre nicht monetär gemacht, da war ich im Vordergrund. Aber irgendwann merkst du, dein Name zieht so viel, ich kann jetzt Merch verkaufen, die verdienen wegen mir Geld. Mhm. Irgendwann muss das ja mal kommen. Mhm. So. Und ich bekomme die Gage ja nicht umsonst. Ich verpoker mich ja nicht. So, aber genug von mir. Ich meine nur, es gibt Leute, die haben halt wirklich so, die haben ein anfänglich. Guck mal, wie viele Leute sind einfach nicht mehr wiedergekommen. Ja, aber das liegt ja an dieser Entwicklung. Ich will ja sagen, dass die echten Battle-Rapper, die Herzblut da reinstecken. Du hast es gerade gesagt, ich feiere die Lines. Weißt du, welche eine der krassesten Lines waren gegen dich? Ich bin Battle-Rapper, seit ich 13 bin. Du bist Battle-Rapper, seit es Preisgeld gibt. Lyrico, das meine ich, guck mal, diese ganzen Dilltilly Kings. Ja. Nidal, Lyrico, Jarambo und so. Ja. Das verkörpert für mich den echten Battle-Rapper. Ja. Ja. Weißt du, was ich meine so? Das ist so, und der ist Lyrico Sympathico. Genau. Und trotzdem hat der, wie er gegen, war Ripper. Das gegen Brian, Alter, wie er gegen Nidal. Wie krass er gegen, wo wir eigentlich gedacht haben, er gewinnt. Ja, so, weißt du, kurz vor, nach 5 Judges. Genau, ja. Er ist ein richtiger Rapper. Ja. Weißt du, so Rapper, erlebt genau. Dieses, ich spüre das, ich fühle das. Und das ist, was bei mir, wenn ich daneben stehe, neben einem Lyrico oder neben einem Jarambo, der erzählt, wie er Mikesh sein Gesicht zerkratzt, weißt du, was ich meine? Ja, so, das mehr. Da fühle ich das voll und gucke mir die ganze Zeit, warum ich hier der Einzige, der abgeht. Weißt du, was ich meine? Ja. So, das ist so, weißt du, so Kriterien, also man kann niemanden den anderen, weißt du, so, du kannst dasselbe Match, das haben wir ja schon in Regionalhumor, ne? In München, ja, wa? Ja. Wir brauchen uns gar nicht an. Regionalhumor, aber weißt du, wie oft kannst du dasselbe Match vor eine andere Crowd stellen? Frankfurt, München, andere Welten. Andere Welten, weißt du, was ich meine? Ja. So, du hast auch anders geschrieben, oder? Wenn du Battlemania in München oder in Hamburg oder in Frankfurt gegangen bist oder natürlich. Im Pott. Natürlich. Ne? Waren Shisha-Bar-Lines voll gut. Mhm. Genau. Hip-Hop-Referenzen, Shisha-Bar-Lines, so. Genau. München wollte ein bisschen mehr Gaudi, ein bisschen mehr halt so. Köln will Entertainment des Grauens. Aber da sind wir vielleicht wieder bei MC-Qualitäten, weil ich finde, ein MC muss sich auf ein Publikum einstellen. Das machen die Besten der Welt. Also du kannst ja nicht mehr machen als Ami-Referenzen bringen. Die fronten sich sogar mit. Also ein Hitman sagt zu A-Verb, das war vor 9 Jahren, sagt er, Delivery and lyrically, you got me beat by a mile. Delivery and quotes, we ain't even close. Er sagt, was Delivery, Performance und Quotables angeht, bin ich vor dir. Die flexen ja damit, weil die genau wissen, okay, zum Battle Rap gehören nicht nur Flow oder nicht nur das und das, sondern da gehört mehr dazu. So, und die fronten sich auch damit, Dicker, du bist hier im Süden und machst sowas. Moog war jetzt in New York gegen Geechee, ne? Hast du das gesehen? Das und Geechee Gotti ist halt einer von den OGs aus LA. Yeah. So. Und Mook hat komplett die New York-Karte einfach nur gespielt. So, wenn der jetzt in L.A. gewesen wäre, hätte der ja gar nicht schreiben können, das war eine der meistgefeiertsten Bars, wo der sagt, I'm so New York, I came here by train. Und alle so, wir können relaten. Ja, in L.A. sind die so, hä? Mach mal aus dem Train Lowrider und dann können wir weiter jubeln. Ja, so. Genau, also da sind wir auch wieder bei dem Gefühl, was es rüberbringt, weil L.A. Und West Coast Rap war nie besonders lyrisch, ne? Da halt, das Feeling. Deshalb, da haben die halt gesagt, so, was ist denn das? Das ist Swag. Genau. Das, oder South. Genauso, ja, ne? Anders. Also, wieder ganz anders so. Ich finde, es gehört zu einem MC auch herauszufiltern, wie so eine Crowd tickt und natürlich. Sich darauf auch ein bisschen einzustellen. Und natürlich wird der Gegner dann sagen, du schleimst hier, weil du in Köln bist. Ja, aber es geht nicht darum, dich jetzt hier 1:1, wir sind hier nicht unter uns, ne? Sondern wir sind hier vor 1000 Leuten oder 800 Leuten und das. Alles muss eins sein. Ja, ja, ja. Und das haben ganz viele nicht verstanden, aber mittlerweile die meisten. Und handeln auch dementsprechend. Was fehlt Battle Rap jetzt noch fürs nächste Jahr, 2023? Ach, immer dieselbe Nummer, Alter. Newcomer. Leute, die Eier haben, Leute, die motiviert sind, wie der Walik zum Beispiel. Oder Dicker, den Kani, den muss ich mal auf der Bühne sehen. Ja, Mann, der war krass. Was der gefreestylt hat, Der hat die erste Wildcard bei Top Tier City gewonnen. Ich meine nur, aber was der vorhin, haben viele von euch wahrscheinlich mitbekommen, aber was der hier vorhin gefreestylt hat, das war so, ich saß hier und hab den nicht mal gesehen, hab das gespürt und es war,
Es war krasser Rap mit krassen Punchlines. Ja, ja. Und der ist ein Rapper-Rapper. Mhm. Ne, der kann rappen. Mhm. Und hat eine Bombenstimme und noch Lines. Ja. Was willst du denn noch mehr? DMLC, genauso. Ich bin auch wirklich, Stuttgart hat die mich... Die Leute. Aber ich das war, auch, ja. Ich bin manchmal demotiviert, muss ich zugeben, weißt du so. Aber Stuttgart hat mich wieder motiviert. Ne, uns alle. War wir waren alle so, ja. Weißt du, ey, guck mal, weg von den lukrativen Sachen. Weißt du, wirtschaftlich war es eine Katastrophe. Aber du gehst trotzdem mit einem... Guten Gefühl, gut raus. Gefühl raus. Ja. Im Gegensatz zu großen Events, wo es danach einen Skandal gibt. Ja. Weißt du, so. Wo du denkst, oh Mann, jetzt wird diskutiert und bla bla bla. So, weißt du, also, ja, Newcomer. Man kann hoffen, dann sind wir wieder auch bei 4-7-Format vielleicht, dass vielleicht neue Leute dazukommen, die dann die müssen sich tiefer, meine ich ja, die können ja damit reinkommen erstmal und sagen, ey, ich feiere hier Jungfrau gegen Fuckboy oder sonst was und dann sagen, was gibt's denn noch? Und dann gucken ein bisschen Feature of Battle Rap, ein bisschen Bild. Oder gucken einfach nur 4-7 und sehen den Unterschied zwischen 4-7 gegen Noir oder 4-7 in Battle Manias, keine Ahnung, gegen das, was 4-7 da moderiert. Und checken den Unterschied. Sollen mehr Leute Battle Rap auch vielleicht betreiben und machen, so, ich weiß nicht. So. Du hast vorhin auch angesprochen, eventuell das Match hättest du mit Billard sogar selber auf die Beine gestellt und du hattest, glaube ich, auch mal Pläne in die Richtung, oder? Ja, als Twitch noch heiß war, wollten wir so einen ganzen Schwarm, wollten wir auch mal ein Event machen. So, das hat sich ja dann zerschlagen. Nach einem Jahr war auch dieser ganze Film auch weg und dann, das war auch dann zu viel und dann wurde es auch immer weniger. Ich habe jetzt seit einem Jahr nicht gestreamt. Aber ich meine nur, weil ich will es ja nicht so Jay-Z machen, eine Businessman, I'm a Businessman, aber ich meine, so was Battle Rap angeht, ich kenne meinen Wert und ich weiß, wenn ich 2-3 Kameramänner bezahlt hätte, 100 Leute in eine geile Location gestellt hätte und ich das mit Belial gemacht hätte, der hätte irgendwie 2 Leute aus der Jury auswählen können, ich nur einen. Es wäre ein krankes Footage geworden, wenn beide abliefern. Und dann machst du das als Pay-Per-View, da hätte ich mehr verdient als... Du kennst ja den Struggle, der hinter den Kulissen ist, aber von den ganzen Battle-Rap-Ligen. Natürlich. Würdest du dir das wirklich geben so? Ist das für dich eine Herausforderung? Weil es wäre nur um das eine Ding gewesen. Okay, also du hättest Bock, mal einmal ein Event zu machen. Ich will nicht mit 10 Battle-Rappern reden, die der Meinung sind, weil ich ein paar Tausend bekomme, bekommen die auch ein paar Tausend, einfach nur, weil jetzt anscheinend mehr zu holen ist und die ihren Wert nicht kennen. Ja. Was sagst du über Battle Rap Verhandlungen? Was ich mitbekomme, ist ein Witz. Ja, also rechtfertigt denn oft die Gagenforderung von Rappern? Ich kann nur eins sagen, also aus meiner Story. Also, ich habe für 200 Euro Battle Manias gemacht. Mal gewonnen, mal verloren, mal gewonnen, mal verloren. Fürs Rematch gegen Bong Taggy, das war nachdem ich 2 Jahre dabei war und Jack Dragon dem Erdboden gleich gemacht habe, aber da war noch kein monetärer Gedanke dahinter. Ich meinte nur zum Jonny damals, wenn ich das überhaupt sagen, doch, das darf ich sagen, da kriege ich, glaube ich, keine Klage ins Haus. Ich meinte zum Jonny Ben Salomo, zu Ben Salomo meinte ich, guck mal, wir kriegen jetzt 200 Euro, okay, aber ich will nur sagen, wenn der Laden heute voll ist und wir übelst abreißen, da kannst du mal ein bisschen mehr machen. Da hat er uns nach dem Battle nochmal einen Huni gegeben, nach dem Motto, hier, war meine Idee, mach so, easy. Und ab da war für mich, okay, Die Jungs haben es ungefähr verstanden. Dann kam das Titelmatch gegen Mighty. Da habe ich dann Pay-Per-View-Anteile rausgehandelt. So, aber du kannst ja nicht ohne was Monumentales geleistet zu haben, einfach nur, weil generell ein paar Leute mehr verdienen, mehr verlangen. Sondern du musst ja auf dich gucken, auf deinen Wert. Und das jetzt, ich will keine Namen nennen, aber dass jetzt 200-Euro-Rapper mit 400 Euro in Verhandlungen gehen, ist komplett... Ich glaube, die Diskrepanz liegt darin, dass die Leute nicht einschätzen können, wie viele wegen ihnen Tickets kaufen. Was ich wirklich noch dreister finde, ist, dass es auch von Leuten kommt, die nicht mal ihre eigenen Sachen richtig bewerben. Weißt du, was ich meine? Du hast wenigstens... Oder bewerben können. Aber du hast es wenigstens versucht. Also du hast ja eine Best-of zusammengeschnitten, du hast ja dies gemacht, du hast dich immer in Szene gesetzt, geile Trailer, weißt du, was ich meine? So, Und auch mit eigenen, ich habe einige Provokationen gemacht. Ja, ich weiß, überhaupt allein, nicht über... Allein, dass ich den Leuten hinterherrennen muss für ihre Provokationen. Ja, wir müssen den Leuten, die wollen ihr eigenes Match nicht mal vermarkten. Ich habe eigene Provokationen außerhalb der Provokation gemacht. Was? Weil ich Battle Rap so Entertainment ist, ich habe für diverse Battles habe ich Provokationsclips selber gemacht, um den Gegner abzufacken. Scheiß Lines von dem zusammengeschnitten, so. Genau. Das ist doch, führt alles dazu, dass die Leute denken, alles, was du machst, um dich als Battle-Rap-Figur interessanter zu machen und das ganze Match zu hypen, das rechtfertigt auch die Gage. Du musst dir, guck mal, alle Leute, die jetzt zuhören und irgendwie selber Battle-Rapper sind und sich denken, ich habe so und so viel Gage verdient,
Stellt euch die ehrliche, wirklich eine, ist eine ganz ehrliche Frage, stellt euch die Frage selber, was glaubt ihr von 500 Leuten, wie viele Leute kommen nur deswegen, weil dein Name auf dem Flyer steht? Wie viele Leute sind schon zu euch gekommen und haben euch den Satz gesagt, ich bin nur wegen dir hier? Und ich schwöre, das sind sehr, sehr wenig Leute. Es gibt ein paar und dann müsst ihr es hochrechnen. So, und dann könnt ihr immer noch nicht sagen, ja, mir haben schon im ganzen Leben 20 Leute gesagt, deswegen 20 mal 25 sind 500, deswegen verdiene ich 500. Nein, seid euch eurer Strahlkraft bewusst. So, und das ist eine wichtige Frage, die man stellen muss. Wie viele Leute holen sich unabhängig von meinem Gegner, nur weil mein Name da steht, ein Pay-Per-View oder eine Eintrittskarte? Und die Antwort fällt bei ganz vielen fatal aus und dann überdenkt nochmal eure Verhandlungsstrategie. Und wenn ihr eure Gagen bekommt, ist alles gut, hat keiner was gesagt. Aber wundert euch nicht, wenn Leute sagen, hä, was willst du denn? So, das ist halt wichtig. Ja, und das sieht man auch an der Aufmerksamkeit, was die anderen Matches angeht, überhaupt, was die Social-Media-Sachen angeht, was die Klickzahlen woanders angeht, weißt du, so. Die auch, so interessant sind die Leute. Guck mal, hier schreibt einer was Geiles. Hier schreibt einer, sind 8 Wochen Arbeit, nicht 8 Wochen Arbeit? Mhm. Ja. Und als ich angefangen habe, das war die 4. Saison, glaube ich, da waren alle 2 Wochen war Battlemania. Und du hast Arbeit reingesteckt, manche sind ins Finale gekommen, manche nicht, haben mir Texte rausgeballert und nochmal 2 Wochen und nochmal 2. Also viele Leute haben 8 oder 16 Wochen reingesteckt, ohne einen Ertrag oder vielleicht ein paar Sticker oder ein Beispiel vom ITP noch länger oder noch mehr ohne Ertrag. Dicker, du musst erstmal Dues payen. Safe, dieses Dues payen haben viele nicht begriffen. Das Geld kommt nicht am Anfang, sondern das Geld kommt dann, wenn du so viel Leistung gebracht hast, dass du... Man Lars Unlimited hat für seinen Drop Dynamic Battle 200 Euro bekommen. Ich habe für mein Rematch gegen Cynic 300 Euro bekommen. Da kann mich jetzt keiner ankacken, wenn ich gegen, keine Ahnung wen, für eine schlechtere Leistung so und so viel 1000 bekomme, weil ich habe vorher Geld reingesteckt, dass der Name immer noch so groß ist, dass Leute das zahlen wollen. Und das müssen die Leute müssen sich fragen, wer zahlt dafür für meinen Namen, wer nimmt nur für meinen Namen Geld in die Hand, unabhängig vom Gegner? Das ist so ähnlich wie Leute, die auch akademische Berufe, die lange studiert haben, einen Job und so weiter. Du zahlst nicht für diese 3 Stunden. Nein. Oder wenn ich jetzt einen Anwalt bezahle, halt. Du zahlst für den Werdegang. Genau, dass er halt so lange schon die Dues gepayt hat vorher. Und nicht, dass der dann einen höheren Stundenlohn hat und so weiter. Weil dieses Argument ist ja auch bei Rappern, wenn die sagen, ich habe ein Album gemacht, du hast ein Album gemacht, warum kriegst du mehr? Ja, weil du vorher nicht so viel geleistet hast. Und es gibt aber auch Gegenbeispiele. Wenn zum Beispiel jetzt ein LBB gesagt hätte, bei dem Todeshype oder ein Atzenkalle damals, ich will jetzt 500 Euro für ein A Cappella, bei seinem ersten A Cappella, hätte man dem das zahlen müssen, meiner Meinung nach. Mhm. Aber der ist halt ein lieber Junge, der macht's nicht. Aber ich weiß nicht, ob es auch nicht gemacht hätte, aber der, Leute wären halt für den extra nochmal gekommen, wegen dem krassen Hype. Genau. Aber wer zum Teufel hat ansatzweise so einen Hype gehabt? Also. Ja, wenig, aber Hype muss man, also Fall Off wird, finde ich, Hype auch runtergeredet. Ist nur Hype. Verdienen die erstmal einen Hype. Weißt du so? Krieg erstmal einen Hype. Es haben super wenig Battle Rapper, wenn du mal nachvollziehst, haben super wenig Battle Rapper einen richtigen Hype gehabt. Und ich rede nicht von einem Hype, den ich hatte oder Polacke, so dass du einmal auf die Bühne gehst und Leute rufen beim zweiten Mal deinen Namen. Das hatten wir alle nicht. So, ich habe erstmal 4 Battle Manias gemacht. Und, Dicker, die haben meinen Namen, wurde das erste Mal gerufen, 2018 in Düsseldorf. Da hat das erste Mal die Crowd gerufen, Zinn. Klar gab es vorher schon Hype, die haben Slogans mitgeschrien, aber dass jemand meinen Namen ruft, wie bei Jizzy nach dem dritten Mal. Jizzy, LBB, Fresh Polacke war schon recht schnell, dieses Kurva, Atzenkalle war recht schnell, Karate Andi, aber das sind auch Leute, die hier von 0 auf 100 gegangen sind. Davon gibt es super wenige. Ja, aber ich glaube halt, die meisten, die finden halt auch Star-Ambitionen nicht cool. Ne, so heutzutage. Ja, Battle Rapper. Ja, meine ich ja, dass die sagen so... Ja, das ist wack. Ja, das ist wack, diese Einstellung halt. Alle Leute, die du da aufzählst... Das ist klassischer Bong-Taggy. Ist eigentlich theoretisch der leistungsstärkste Battle Rapper, sagt, ich habe keinen Bock auf Social Media. Und da sagt, hast du die Fraktion von Nasen, die sagt, nö, wenn er keinen Bock drauf hat, soll er nicht machen, aber der entertaint mich ja. Aber wie geil wäre es, wenn Bong-Taggy wirklich eine coole Person wäre und lustig wäre und Output hätte und die Leute damit versorgen würde. Der hätte ja mehr Follower als wir alle. Weil er der Einzige ist, der seine Leistung auch von 2014 bis heute noch becken kann. So. Aber wenn der halt so ein langweiliger Vogel ist, wie er es in deinem Interview auch zwanghaft gezeigt hat, dann ist es halt so. Man kann nicht jeden zwingen, electrifying zu sein. Du magst das Interview mit Bong-Taggy nicht? Das mag keiner. Keiner mag das. Finch auch ein gutes Beispiel, auch einer von den Hype-Leuten, genau. Aber auch gerechtfertigt. Und der konnte es auch backen. So. Und gegen den Karriereplan von Finch, wer da was gegen sagen kann, gibt's nicht. Ja, Mann. So.
Ja, Mann. Geil, Alter. Ja. Wir hoffen auf jeden Fall auf gute Newcomer. Ja, bitte. 2023. Mal gucken, wer Battle Rap aus dem Loch rauszieht und vielleicht auf breiter Ebene wieder beliebt macht. Also wir reden von echten, richtigen Battle Rap halt, ne? Wo ja. zwei Rapper... Warte ganz kurz, hier schreibt jemand, der Schwinger, der ist ja auf gutem Modus heute, Sport der schreibt, wie sieht's aus, wenn man mega Gage kassiert, aber keine Leistung bringt? Ich meine, wenn Cynic ehrlich zu sich ist, hätte er die Gage vom letzten Battle zurückgeben müssen. Okay. Oha. Schwinger. Schwinger. Frag mal Jamie und Hanno, ne, die Veranstalter von Diltily, ob die der Meinung sind, dass sich das nicht, dass sich meine Gage nicht rentiert hat. Frag die mal. So, dann zahle ich die gerne zurück. Wenn die sagen, es hat sich nicht gelohnt. So. Guck mal, wenn du so und so viel tausend Gage für ein Battle bekommst und nicht ablieferst, darfst du dich nicht beschweren, wenn du später ein bisschen weniger bekommst. Aber die Gage ist fix, die machen die Tickets teurer, der Laden ist so schnell ausverkauft wie noch nie, der ist voller als voll und viel mehr Leute kaufen Pay-Per-Views. So. Das Ding ist durch dann. Das ist für die safe kein Minusgeschäft gewesen, nur weil meine Leistung schlecht war. Safe nicht. So, es gibt Unterschiede halt. Was soll ich euch sagen? Ja, hat mit der Qualität nichts zu tun. Die Qualität in dem vorigen Battle ist dafür verantwortlich, dass ich im nächsten Battle ein bisschen weniger bekommen könnte. Wird aber auch nicht der Fall sein. Aber so sieht's aus. Wie oft denn noch, wenn ich 3 Runden choke und die trotzdem Plus machen? Worüber reden wir hier? So. Na, Männers, Ehre, Magda, du bist so Allmann-Style. Du sagst niemals Peace out, du sagst Weidmanns Heil. In diesem Sinne, Peace out. Weidmanns Dank. Mein Opa war Jäger. Ah, okay. Ist doch nur Rap. Ey, yo, Brudi 069, was geht? Wir sehen uns in Frankfurt. Ja, Virus gegen Felix Smart habe ich gesehen. Für mich hat Felix Smart gewonnen. Ja? Nicht klar, aber ja, hat gewonnen. Da laufen einige auch Sturm. Habe ich gesehen, ja. Ja? Aber fand ich nicht. Nee? Über 3 Runden fand ich Felix Smart hat zu Recht gewonnen. Ich glaube, eine Diskrepanz... Aber knapp. Eine Diskrepanz war die Songrunde. So, Virus... Diskrepanz. Was? Naja, das, also ich glaube, wie zu bewerten, wie das bewertet wurde halt. Wobei wir eben geredet haben. Auf die Crowd einstellen. Mhm. Wenn Virus denkt, unter Nap Geiver kann er jetzt seinen Song da performen und Leute viben mit und pipapo, dann ist das dumm. Und Felix Smart ist, in dem macht er seinem Namen alle Ehre so, geht dahin, wie ich es auch mal gemacht habe. Wenn du in der Textrunde der schlechtere Rapper bist, brauchst du 5-6 Punchlines und du hast die Textrunde gewonnen. So, Virus ist halt so musikverbohrt und so sehr MC und so sehr Musiker, dass der denkt, ich nutze als Plattform jetzt geile Mucke zu machen. Ist aber kann er eine Cypher machen, aber nicht, wo es um Punkte geht. Und die A Cappella-Runde? A Cappella-Runde fand ich ausgeglichen. Ja. Und Freestyle? Freestyle fand ich auch ausgeglichen. Okay, also machst du sogar eine Songrunde fest? Ist ja noch krasser. Der Mini-Edge ist an der Songrunde, ja. Finde ich sogar krasser, weil ich finde eher, die Songrunde hätte ich an Virus gegeben. Ja, weil du Rapper bist. Wenn du jetzt nochmal eine Battlemania machen würdest, was würdest du mit dem Text kicken? Würdest du sagen, einen Tag mehr in der Hood, tierst du aus dem Dreck, oder würdest du Punchlines bringen? Das ist eine die gute Bullen Frage. Haben keinen Plan, würdest du nicht machen. Ich habe oft verschiedene Textrunden gekickt. Ich habe nicht nur Frontard-Dings gemacht und es haben auch diepe Texte gezogen. Und ich kann mich auch erinnern, dass einige, ich habe mal einen Facepalm, habe ich sogar gesehen, nach einer deepen Textrunde. Ne? Ja. Aber allein, dass ich da reimtechnisch überlegen war, es war gegen UZU und so, weißt du, da war ganz klar eigentlich, dass ich das, und da haben auch andere, glaube ich, das nicht so gefeiert. Aber Textrunden konnte ich immer... Was willst du jetzt machen? Ich kann das gar nicht so, wüsste ich gar nicht. Vom Gefühl her, was würdest du machen? Ich habe das immer abhängig eigentlich von dem Event und von meinem Inneren gemacht. So. Ich habe gar nicht so... Battlemania in Köln, du hast ein Titelmatch. Ja, wenn ich mir aussuchen kann. Textrunde, wenn ich jetzt, was machst du? Wenn ich würde den Text nehmen... Willst du einen Text nehmen oder einen schreiben?
Ich glaube, ich habe eigentlich nie für die Battlemania-Runde geschrieben. Würdest du sie aber jetzt einschreiben? Ich habe immer das genommen, was ich selber gerade gefeiert habe. Würdest du aber jetzt einschreiben? Ich würde meine 120 Bars kicken. Oh ja. Ja, die wären super. Die würde ich kicken. Die wären ja zu lang, ja. Beste Textrunde hatte Roniach 7 hatte übertrieben krasse Textrunde. Safe, ja. Ja. Cynic, mach mal Werbung für Top-Tier GTA-Server. Ja, was soll ich jetzt noch Werbung machen? Habe ich heute schon oft genug gemacht, auf jeden Fall. Top-Tier GTA-Server, Top-Tier City auf jeden Fall drauf, wenn ihr Bock habt, Freestyle zu üben und euch nicht auf die Bühne traut, noch nicht. Geht auf jeden Fall zu Top-Tier City. Die sind immer so 20 Leute, die alle untereinander freestylen. Manche schlechter, manche sehr krass. Deswegen zum Üben, perfekte Plattform. Bitte macht öfter so Talks zusammen. Wollen wir ein bisschen Dings, Battle-Rap-Podcast-Talks machen, so auf Nerd-Talk? Ich komme hier nicht nochmal hin, Alter. Nein, ich kann zu dir kommen so wieder, oder weg. Bei mir. Oder wir machen bei mir zu Hause aufgechillt. Ja, das können wir machen. Da geht die Heizung. Ja. Lass mal im Kiefer, ich habe Ticks, ich mache mal so. Ich reibe meine Zunge an meinen Zähnen, das ist ein Tick. Genauso wie das hier. Immer ein linkes Auge kneifen. Ich hatte früher auch Kiefer, Kasper. Ja, okay, aber andere Gründe, ja. Podcast wäre so krass. Ja, Mann. Ich hab gerade gelesen. MC Boogie in Cannabis, Tierstar gegen Johnny, Cynic gegen MC Überton, also er selber, und Belial gegen Magda. Bin dabei. Ansage. Cynic, gibt's einen deutschen Battle-Rapper, den du gerne battlen würdest im März gegen Mars B? Wäre geil. Das wird er, glaube ich, nicht machen. Vor allem nicht von der Top-Tier-Crowd. Ich weiß nicht, müsste irgendjemand ein bisschen Angriffsfläche sein, wo man mal wieder Punchlines raushauen kann. So. Ja, was soll ich sagen? Wir quatschen da mal drüber. So, der Termin ist eingetragen. Ich bin auch langsam in den Modus gekommen. So. Schade, dass bei Belial nicht so war. Ja, war. Das finde ich auch echt schade.